Regelmäßig Sport treiben ist für Sie einfach nicht machbar? Kein Problem. Schnell abnehmen ohne Sport ist möglich. Und wie? Das verrate ich Ihnen heute. Freuen Sie sich auf 5 Tipps, mit denen Sie an Gewicht verlieren, ganz ohne Fitnessstudio, Workout oder Sportausrüstung. Sport wirkt bei der Abnahme zwar unterstützend, ist aber dennoch kein Muss, um langfristig das persönliche Traumgewicht zu erreichen und auch zu halten. Tipp 1. Natürliche Lebensmittel. Clean Eating. Wussten Sie, dass viele Menschen mehrere hundert Kalorien zusätzlich zunehmen, weil sie auf verarbeitete Lebensmittel zurückgreifen? Wenn Sie zum Beispiel Ihre Tomatensoße aus der Tüte oder als fertige Mischung aus der Dose kaufen, nehmen Sie oftmals unnötig versteckten Zucker zu sich. In der selbst zubereiteten Soße müssen Sie keine unverständlichen Inhaltsstoffe oder getarnten Zucker fürchten. Versuchen Sie daher, weitgehend natürliche Lebensmittel anstelle von verarbeiteten zu sich zu nehmen. Es gilt, je stärker ein Nahrungsmittel verarbeitet wurde, desto höher ist meistens die Kaloriendichte. Sie müssen nicht komplett auf verarbeitete Lebensmittel verzichten. Der Großteil Ihrer Nahrungsaufnahme sollte aber aus Clean Eating bestehen, wenn Sie schnell und dauerhaft ohne Sport abnehmen möchten. Kochen Sie so viel wie möglich selbst und benutzen Sie dabei nur frische Zutaten. Alles, was es in einer Dose, eingeschweißt oder als Fertiggericht zubereitet gibt, das gibt es auch als unverarbeitete Variante. Anstelle Soße fertig zu kaufen, bereiten Sie sie selbst zu. Anstelle der Tiefkühlpizza belegen Sie diese nach eigenem Geschmack. Viele Alltagsgerichte nehmen gar nicht viel Zeit oder Aufwand in Anspruch und machen doch einen sehr großen Unterschied für Gesundheit und Gewicht aus. Falls Sie auf konservierte Lebensmittel beim Kochen zurückgreifen, dann vergleichen Sie die Produkte untereinander. Es gilt, je weniger Inhaltsstoffe, desto natürlicher der Inhalt und dementsprechend besser für Ihren Gewichtsverlust ohne Sport. Tipp 2. Essen Sie weniger einfache Kohlenhydrate. Semmeln, Nudeln, Gebäck, Süßigkeiten, Softdrinks. Alle diese Dinge haben 2 Sachen gemeinsam. Sie stehen bei vielen Menschen regelmäßig auf dem Speisezettel und sie bestehen aus fast nichts anderem als Zucker. Ja, sogar Nudeln. Lebensmittel, die auf Weißmehl basieren oder größtenteils aus Zucker bestehen, setzen sich letztendlich aus einfachen Kohlenhydraten zusammen. Zwar sind Kohlenhydrate ein schneller und durchaus wichtiger Energielieferant für den menschlichen Körper, aber es gibt wichtige Unterschiede. Einfache Kohlenhydrate sorgen für einen kurzen Energieschub und lassen den Blutzuckerspiegel ansteigen. Sie machen noch mehr Lust auf zuckerhaltige Lebensmittel und bringen dem Körper keinen weiteren Nutzen. Komplexe Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten dagegen halten länger satt, wirken sich nur geringfügig auf den Blutzuckerspiegel aus und verfügen außerdem über Ballaststoffe. Ersetzen Sie also Weißbrot und Nudeln durch Ihre Vollkornvariante, dann hilft das beim Abnehmen und ist gesünder, ohne dass Sie wirklich viel an Ihrer Ernährung ändern müssen. Nehmen Sie Softgetränke, wenn, dann als Snack zu sich und nicht als Begleitgetränk zu Gerichten. Verwenden Sie beim Backen von Kuchen, Muffins und Pfannkuchen Dinkelmehl und lassen Sie ein Drittel des Zuckers weg. Sie schmecken kaum einen Unterschied, sparen aber jede Menge Zucker ein. Außerdem rate ich Ihnen, Süßigkeiten größtenteils durch Obst zu ersetzen. Zwar enthalten viele Obstsorten von Natur aus viel Zucker, zugleich aber auch Ballaststoffe und wichtige Vitamine. Gesundes Naschen also. Darüber hinaus schürt der Verzehr von Obst keinen solchen Heißhunger, wie es zum Beispiel eine Tafel Schokolade tut. Tipp 3. Nehmen Sie mehr Proteine zu sich. Im Gegensatz zu Kohlenhydraten stecken Proteine voller Energie, die der Körper sehr gut gebrauchen und verwerten kann. Darüber hinaus enthalten sie essentielle Aminosäuren und sind somit etwas, auf das der Körper nicht verzichten kann. Proteinreiche Ernährung bedeutet nicht, dass Sie sich fortan hauptsächlich von Fleisch, Fisch und Eiern ernähren müssen, obwohl diese Nahrungsmittel natürlich sehr reich an Protein sind. Aber selbst wenn Sie kein Fleisch mögen, steht nicht nur Tofu als Proteinquelle zur Auswahl. Hülsenfrüchte wie Bohnen und Linsen, Gemüsesorten wie Brokkoli und Spargel, Pilze und Nüsse, all diese Lebensmittel stecken voller Proteine. Eine proteinreiche Ernährung beim Abnehmen ist auch deshalb so wichtig, weil der Körper ansonsten zuerst auf Muskelmasse zurückgreift und diese anstelle von Fett verbrennt. Im Gegensatz zu Kohlenhydraten speichert Ihr Körper Proteine außerdem nicht einfach als Fettvorrat ab, sollten Sie dabei mehr Kalorien als notwendig zu sich nehmen. Achten Sie allerdings darauf, dass Sie dabei nicht zu viele tierische Fette zu sich nehmen.
Wer täglich Speck isst, nimmt zwar viele Proteine, aber auch sozusagen schlechtes Fett auf. Greifen Sie am besten auf mageres Geflügelfleisch wie Hähnchen oder Pute zurück. Tipp 4. Gönnen Sie sich mehr Schlaf. Ja, Sie haben richtig gehört. Mehr Schlaf kann Sie beim Abnehmen ohne Sport unterstützen. Sie bekommen weniger Schlaf, als Sie benötigen? Dann ist es an der Zeit, dies zu ändern. Wenn Sie länger aktiv sind und weniger im Bett liegen, bedeutet das nämlich nicht, dass Sie mehr Energie verbrauchen und Ihrem Körper etwas Gutes tun. Im Gegenteil. Zum einen fördert Schlafmangel den Appetit. Kann der Körper seine Energiereserven in der Nacht nicht ausreichend aufladen, so gleicht er das über zusätzliche Energieaufnahme tagsüber aus. Sprich, Sie spüren vermehrt Hunger. Vor allem auf schnelle Energielieferanten, also stark zuckerhaltige Lebensmittel. Fühlen Sie sich müde und trinken Sie ein Glas Cola oder essen Sie ein Stück Schokolade, dann fühlen Sie sich kurz darauf sofort wacher und munterer. Allerdings nur für kurze Zeit, denn schon bald hat Ihr Körper die Energie aus dem kalorienhaltigen Snack wieder verbraucht. Heißhunger auf Süßes lässt sich nur schwer vermeiden und widerstehen, wenn Sie nicht genügend Schlaf bekommen. Eine ausreichende Menge Schlaf sorgt außerdem dafür, dass Fett verbrannt wird. In der Nacht entleert der Körper Ihren Zuckerspeicher. Wird ihm dafür nicht genügend Zeit geboten, kann er dementsprechend nicht richtig arbeiten. Wenn Sie morgens kaum aus dem Bett kommen und im Laufe des Tages immer wieder von Müdigkeit geplagt werden, ist es an der Zeit, etwas zu ändern. Gehen Sie früher ins Bett. Schon eine halbe Stunde kann einen spürbaren Unterschied ausmachen. Für weitere Details sehen Sie sich einfach die Beschreibung unter dem Video an. Tipp 5. Mehr Kalorienverbrauch im Alltag. Klar, so viel Energie wie eine halbe Stunde Joggen verbraucht ein Haushaltsputz in der Regel nicht. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er welche verbraucht. Passiert das regelmäßig, so hilft das beim Abnehmen. Also, bringen Sie mehr Bewegung in Ihren Alltag. So können Sie nämlich auch ohne Sport schnell abnehmen und tun obendrein etwas für Ihre Gesundheit. Böden putzen, Regale abwischen, Wäsche tragen oder aufräumen. Es sind die kleinen Dinge, die sich summieren. Nehmen Sie sich einmal am Tag eine halbe Stunde für den Haushalt, haben Sie nicht nur ein schöneres Zuhause, Sie haben sich auch schon 30 Minuten länger als üblich in Bewegung gehalten. Erledigen Sie kleinere Einkäufe zu Fuß, anstatt mit dem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Gerade im Sommer lässt sich so wunderbar ein Spaziergang daraus machen. So bekommen Sie frische Luft, Sonnenschein und Bewegung, um etwas zu erledigen, das sowieso erledigt werden muss. Die Waage wird es Ihnen danken. Bieten Sie Nachbarn oder dem örtlichen Tierheim an, andere Hunde regelmäßig auszuführen oder nehmen Sie sich einfach vor, täglich spazieren zu gehen. Mit Freunden oder Familienmitgliedern steigt die Motivation. Ansonsten helfen Ihre Lieblingsmusik oder ein Hörbuch dabei, die Zeit zu vergessen. Sie wollen noch mehr darüber erfahren, wie Sie ohne Sport schnell abnehmen können? In der Videobeschreibung unter dem Video finden Sie die Lösung für Ihr Problem. Klicken Sie jetzt direkt auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren.